Ja, und damit auch auf YouTube willkommen zurück hier bei Tomb Raider. Wir sind hier im Tempel von Karnak. Und wir haben in der letzten Folge Jean-Yves getroffen. Mon Dieu Lara, den Franzosen. Und einen Moment, ich sehe hier gerade, ich habe hier wieder ein kleines Problem. Und zwar werden mir gewisse Buttons wieder nicht angezeigt. Moment. So. Und Moment. So. Ja, wir sind hier und wir müssen jetzt wieder mit Mon Dieu Lara spielen. Außerdem hat sie das Auto gecrashed. Und, So. Da oben liegt was. Was auch immer es ist, ich will es haben. Ich höre noch ein, ich sag's ja. Weil ich habe letztens noch gesehen, dass. Also, ich habe eine Doku über Skorpione gesehen und da hieß es, dass die eigentlich gar nicht so krass angreifen. Also, es war nicht wirklich eine Doku, es war eher so ein kurzes Video. Und dass die eigentlich gar nicht angreifen, es sei denn, die fühlen sich bedroht. Das heißt, die sehen Lara und denken sich schon so: Ach du Scheiße, was ist das denn? Da muss ich direkt ausrasten. Warum wir sprechen in Französisch? Because the guy who we met in the last episode was French. The guy who said, Mon Dieu, Lara. That was French, actually. And I love it. That's like a meme in the Tomb Raider scene. The guy who's saying, Mon Dieu, Lara. Einfach iconic. Ich muss auch immer noch sagen, ich liebe es, dass wir hier sehen, was wir aufgehoben haben. Also, dass es sich so länger dreht. Bei Tomb Raider 2 hat man es ja nur so in der Mitte so ein bisschen gesehen. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ich mochte es nicht so gern. Ich glaube, da kommen wir nicht von hier hin. I thought it was Japanese. Yeah, I know, so... I'm trying to help you. Ich glaube, wir kommen von hier ganz gut dahin. Oder doch nicht? Das sah gerade schon relativ hoch aus. Vielleicht waren wir da gerade doch auf einer ganz guten Spur. Do you like the French guy? Yes, it's Jean-Yves. Oh shit, das war ungünstig. So, ich konnte wieder reintappen, bevor der Screen kam. Ha! Aber ich schreibe es mir trotzdem mal kurz auf. Moment. So. Okay. Puh. Okay, wir haben jetzt, was wir wollten. Und jetzt müssen wir schauen, wo wir lang müssen. Ich denke halt, das hier wird eher der Eingang sein, den wir nutzen müssen, oder? Das sieht so official aus. Und es lädt. Das ist eigentlich immer so das Zeichen von wegen, ja, du musst dort lang. Hier geht's halt noch überall irgendwo hin. So.
So. Da hinten haben wir ein paar Fackeln. Ich höre schon wieder was. Aus dem Weg, du Mistviech. Seine Unfreundlichkeit toleriere ich hier nicht. Oh, da geht's irgendwo runter. War ich hier nicht? Nee, hier war ich nicht eben. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber meine Kopfhörer sind heute richtig, richtig strange. Moment. Die sind ein bisschen verwirrt, so wie ich. Und ich muss die ganze Zeit irgendwie so da drauf rumdrücken. Es ist so schade, dass die kaputt sind. Das waren meine favorite Kopfhörer. I was trying to draw a person, but it turned weird. Yeah, I know what you mean. I mean, I don't know what you mean. I'm a famous artist. So. Ah, yes, totally. So. That's what I'm saying. Ich sehe schon, dass wir hier oben drüber müssen. Ich will nur irgendwie gucken, was es hier noch so gibt. Sieht irgendwie spannender aus. What's your artist name? Can you tell me you know my artist name? You are watching my streams. That's not my real name. So. I know it's maybe shocking, but that's not my real name. Ich lieb's aber auch, wie einer der Text einfach Horror ist und wir einfach Tomb Raider spielen. Also es ist irgendwie schon ein bisschen wahr, ne? Es ist, da steckt schon ein bisschen Wahrheit drin. I thought your real name was masked. Yes, so thank God I helped you. I think I deserve something like an award or something for that, for my kindness. Bye bye. That's your reward. Oh oh. No, I'm not leaving. You're not? Ich habe keine Ahnung, wo das war, tatsächlich. Wir haben aber irgendwo sowas gesehen. Wo habe ich sowas gesehen? Ah, das ist hier runtergegangen. Okay, ich verstehe. Ich will da aber eigentlich noch gar nicht runter. Das sieht so official aus. So als würde es hier irgendwie, weiß ich nicht, den Tee geben. Und das gefällt mir nicht. Möchte ich noch nicht hin. Da will sie nicht reinfassen. Komisch. Normalerweise steckt sie alles überall rein, aber dieses Mal so. Nein, ich denke nicht.
trinke mal kurz was. Moment. So. Stimmt, eine Sache fällt mir gerade noch auf, weil da kommen wir nicht hoch. Hier war auch noch sowas, aber ich wette, da kommen wir auch nicht hoch, weil das eher ein Ausgang ist oder so. Ja, doch, da müssten wir hochkommen. Oh Gott, erstmal Finger brechen. Ach schade, hier konnte sie noch nicht die Vorwärtsrolle machen. Das war dann erst so ein Tomb Raider 5. Och, naja, dann müssen wir jedes Mal den Rückwärtsgang einlegen. Okay. Did you think my name was your creepy mom? Yes, I did. It's not. I think you're trolling. Thank God I helped you. I think you're trolling, so... Read this. I need a reward. No. Trolling doesn't deserve a reward. Trolling deserves something like a ban or something. I think you're trolling too, then I would never. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich glaube aber, es geht wieder... Ah, okay, ja, es geht wieder hierhin zurück. Ich verstehe. Kommen wir darüber jetzt auch wieder zurück? Nein. No ban, please, that's what a troller would say. No, totally not. Okay, ich denke mal, wir müssen tatsächlich, das war jetzt nicht der Plan, wir müssen das da unten erstmal abschließen, da bekommen wir dann irgendwas und können weitergehen. Das ist das, was ich mir jetzt denke. Okay, hier herrschen auf jeden Fall irgendwelche Ströme. Ja, was machen wir denn jetzt? Es strömt uns immer wieder hierher zurück. Es lädt. Vielleicht brauchen wir für hier auch irgendwas. Und wir haben es einfach nur noch nicht gefunden. Das kann auch sein. Hier können wir irgendwas einsetzen. Bin mir ziemlich sicher. Why do you think I'm trolling? Because I think your real name is your creepy mom. Ja, okay. Hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Das ist wirklich so das, wo wir hin müssen. Natürlich gehe ich direkt dahin. Wo ich natürlich nicht weiterkomme. Your thoughts aren't true then. I think you're just lying. Und ich würde bei sowas ja niemals trollen, so ist es. Gut, dann nochmal. I'm driving the trash truck again. Ach, ich liebe dieses Spiel, aber es ist auch gleichzeitig einfach so krass dämlich. I think you're lying too. I would never do that. I'm a totally legit therapist, so I would never lie. So ist es nämlich.
bin seriös, so ist es nämlich. Sehr und riös. Ach Gott, ich hasse solche Opa-Sprüche, aber irgendwie fand ich das gerade so richtig dumm und witzig. Are you a fake therapist? No, I would never be something like that. Es ist so dämlich, aber es ist halt auch ein bisschen lustig. Ja, kann es nur hier auch nochmal ankündigen für Leute, die sich auch so eine Scheiße anhören wollen, wie das, was ich hier rede, kommt gerne auf Twitch. Hier geht diese Party ab. Ich werde auch wahrscheinlich bald endlich mal einen Streaming-Plan haben, also dass ich halt wirklich an festen Tagen streame. Das ist jetzt halt im Moment noch nicht drin, aber irgendwann wird das passieren. Do you like the trash truck? Yes, totally. I love it. But I would never lie. I'm not sure about this one. Nein. Nein. Didn't you had like two steaks last night and I had some apples? Yes, it was exactly this way. I'm glad you told me the truth about it. So. Oh, hier liegt echt viel Zeug rum. Ich lieb's. And aren't you the Scottish person and I'm the German person? Oh, yes, mate. I would like to have some... Ich weiß nicht, was trinken die nochmal? I would like to have some tea. And with milk and fish and chips. I'm totally British. And Scottish at the same time. No Scottish person would say that. How do you know you are German? So go and eat your potatoes. So eine dumme Scheiße, ich kann das alles nicht mehr. Okay, hier oben waren wir ja schon. Da hinten liegt noch was. Hier liegt auch echt viel. Ich bin Schuck. Ich bin Deutscher. And I am Scottish. Ich wollte erst sagen, ich möchte dieses Alkoholgetränk trinken. Aber mir ist nicht eingefallen, wie es heißt. Totalität, das heißt total. Nicht Totalität, perfekt. Oh Mann. Okay, wo kommen wir hier lang? Oh oh, es lädt, das ist nie eine gute Sache. Ach komm, Secret, ich kann das alles nicht mehr. I would like to have some scotch and fish and chips. Jetzt ist mir das Getränk eingefallen. Ich glaube, es war Scotch. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, das ist auch eher irisch, oder? Naja. Mann, als ob die nicht kaputt geht. Okay, die geht wahrscheinlich wirklich nicht kaputt. Das ist so eine fette. Hier will man uns nichts gönnen. Nichts gönnen sie uns. Nichts.
Oh Mann. Wie viele Medipacks haben wir jetzt mal ehrlich? 18 und 11. Also wenn man das zu Tomb Raider 2 vergleicht, leben wir hier echt wieder im Luxus. Oh, ich lieb's. Okay. Weiter geht's. Und das war nur ein Secret, das ist echt enttäuschend. Da vielleicht noch irgendwas? Nö. Moment, ich möchte einmal. Warte. Ich glaube so. Falscher Knopf. Okay. Schade, das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber mein Deutsch ist scheiße. Ich weiß, dass ich komme aus Deutschland und dein Englisch ist nicht perfekt, aber du bist aus Vereinigtes Königreich. Yes, that's how it is. Lol, es hat tatsächlich halbwegs funktioniert. And I am a California Valley Girl, so. So ist es nämlich. Und ich sage das auch nicht aus Troll. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so ist es. So, ich denke, wir müssen jetzt tatsächlich den richtigen Weg einschlagen, der uns hier reinführt. Und wir haben jetzt alles andere entdeckt. Da bin ich schon mal stolz auf mich. Tschüss, das fünfte Grabmal im Tal der Könige. Auf Wiedersehen. Wir werden uns nie wiedersehen. Tut mir leid. Ich weiß halt wirklich nie, ob ich diese Spiele jemals wieder spielen werde. Nein, ich bin ein California Valley Girl. Prove it! Okay, die Tür geht noch auf. Und das hier sieht auch so aus, als würde noch was passieren. Aber nee, tut's nicht, denn ihr könnt es immer tatsächlich daran sehen, wenn sie dagegen läuft, dann geht's auf. Wie sie da schon hinguckt. Wenn sie dagegen läuft, geht's halt auf. Und wenn sie halt so stehen bleibt, dann geht's nicht auf. International, ist das gut, oder? I am not sure. Maybe you kidnapped some California Valley Girls. To enter the club. Glaube, das war nicht ganz so schlau, das jetzt durchzuziehen. Wir hätten erstmal Luft holen sollen. Aber ich glaube, im Moment funktioniert es schon. Ja. Wow, ein Secret, ich kann das alles nicht mehr. In Twitter, there is now a voice message. There is now voice messages. I think they are available for, I don't know, maybe like a year or something. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ach komm! Was soll denn das? I just got them now. That's strange. Uns mal kurz Luft. Was haben wir da eigentlich für Pfeile gefunden? Armbrust, Gift, Ammo, ich kann das alles nicht mehr. Ist hier jetzt wirklich nichts Wichtiges? Oder ich habe es halt einfach übersehen. Das kann auch sein. Ich würde sagen, wir gehen da einfach erstmal nach oben und gucken, was genau sie da wollte. So, können wir hier hoch? Ja.
Okay, hier ist so eine komische Statue. Das sieht so aus wie etwas, was wir... Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Zieh die zweite. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Weißt du? Du bist ein Schottländer Valley Girl, ich bin California Valley Girl. Ich bin nicht falsch. No, totally not. Hello mate, I'm from the Scotland Valley and I would like to drink some scotch and fish and chips, please. Ach, ich hasse mich. Say that again, no, I don't think so. Bitte, no, I would never. Reicht vielleicht doch schon eins? Ich bin mir nicht sicher. Warum nicht? Because I think saying it once is enough. Wie oft finden wir diese Waffe jetzt schon? Ohne Spaß, ich wusste nicht mal, dass es so viele Möglichkeiten dafür gibt. Wieder hoch. Ich muss noch einmal gucken. Wir müssen noch einmal hier schauen. Was haben wir da gefunden? Vase 1. So, es gibt zwei. So ist es nämlich. So, hier waren wir drin. Da oben waren wir. Ich denke mal, der normale Plan ist, dass man hier einfach weiter taucht, oder nicht? Hier ist ja nichts. Bin ich Deutscher? And du bist Schottländer. Yeah, and ich bin Deutscher. Ich bin Engländer und Brite und Schottländer. So ist es. Schotte, sag ich ja. Oh, ich lieb's. Ja, da ist halt nix. Was soll ich machen? Naja. Ich hab auch keine Ahnung, also. Ich denke mal, vielleicht gibt es noch irgendwie einen zweiten Weg. Hier ist ja auch noch was, nur wir können hier nichts machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Was ich nicht verstehe. Ich auch nicht verstehe. Können Sie bitte gesagt nochmal über Engländer und ich weiß nicht? Yeah, same. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht geht dann ja irgendwas auf, wenn wir das gemacht haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich wusste es. Ihr gemeinen Mistviecher. Warte, du bist Engländer oder Schottländer? I'm confused right now. I think I'm just some California Valley girl. I'm not German, I'm not Scottish.
But maybe I am a California Valley girl, I'm Scottish and I'm German. I'm so international. Sag ich übrigens absichtlich so für alle, die den Stream nicht gucken. Sag ich mit Absicht so richtig dämlich. Es ist so gemein, dass man halt erstmal diesen Bums machen muss und dann geht es erst auf. Aber das Gute an dem Spiel ist, dass es hier halt so viel zu entdecken gibt. Wir werden hier noch sehr, sehr lange Spaß mit haben, das kann ich euch versprechen. Aber wir kriegen auch immer relativ viel durch im Stream, also bisher war ich jetzt noch nicht komplett lost und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Das hatte ich, glaube ich, bisher nur einmal in Tomb Raider 3 oder so. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen dort lang, glaube ich, oder? Oder? Ja, doch, müsste richtig sein. So, und so, und so. Perfekt. Das sind solche gemeinen Miststücke. Dass das jetzt erst aufgeht, das ist der wahre Skandal in diesem Spiel. Oh. Das lied aber lange. Das sah eben ganz anders aus. Die große Hypostyle-Halle. Hypostelhalle, Hypostyle, keine Ahnung. S steht für Style. Das ist eine Errungenschaft, die man abschließt, wenn man Resident Evil 4 durchspielt. Deswegen habe ich das gerade gesagt, für alle, die sich wundern, what the fuck. So random und so dumm eigentlich, aber hm. Manchmal sage ich einfach irgendeinen Scheiß. Ist euch bestimmt noch gar nicht aufgefallen. Oh Mann. Was tue ich mir hier an? Warum spiele ich dieses Spiel? Ach ja, weil es lustig ist, vergessen. Okay, ich verstehe, warum es so lange geladen hat. Das ist schon, hier ist einiges. Och nö. Natürlich. Warte, du bist aus Los Angeles und deine Nationalität Deutscher und Schottländer. Yes, that's kind of true. Irgendwie lustig, dass Werner hier direkt wieder irgendwie die Leute delegieren will. Aber es wundert mich auch nicht. Der Typ hatte schon immer einen Knall. Ich will mich hier erstmal in aller Ruhe umschauen. Ist das korrekt? Ich weiß nicht. Yes, I think it's almost correct. Okay, da kommen wir nun dahin. Ist das? Nein, oder? Ich denke nicht, dass das der Plan ist. Ach Gott, das war dumm. Wunderbar, so das meine, ich komme aus Deutschland und ich bin nicht ein California Valley Girl. Ist das okay? That's a little bit difficult. Ich höre was, ich wusste es. Was geht hier? Mann, das wollte ich gar nicht. That is what Duolingo tells me what means mean. Means meine. Yes. That's true.
Dachte, ich habe hier so ein Viech gesehen. Ich wusste es. Na gut, wir sehen das auch noch so. Moment mal. Okay. Das war strange. Ich glaube aber, damit kommen wir über die Map. Und das ist nicht geplant. Wir können es noch einmal probieren, aber... ich möchte hier jetzt auch keine Bugs abusen. So, was haben wir hier? Oh, sie hält sich hier dran fest. Das ist weird. Ich speichere einmal. Das war nicht dort. Wo war das? Da hinten war das. Wo war das? Ah, das war da. Okay. Nee. Nein. How is California? It's just the best. Ja, man kommt über die Map. Okay, das möchten wir jetzt nicht. Was machen wir denn jetzt noch? Also ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch nicht da lang, wo es eben geladen hat und wo die Scene kam. Hier kamen wir, oder? What time is it there right now? It's like 14 o'clock and 18 minutes. I think it's 9 hours behind Germany. Ich trolle übrigens nur. Möchte ich nur mal kurz... So 8 hours here. Where is here? I thought you are from Germany. What do you mean with here? I don't get it. War ich hier schon? Hä? Ich kam von hier, oder? Do your moderator power and please delete that. What do you mean? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, wir haben diese Sache. Wir haben hier links, da kamen wir her. Das heißt, wir können noch hier hingehen. Da oben ist auch noch irgendwas, aber da kommen wir vielleicht nie her. Da ist halt nur Zeug. Naja, besser als nix, ne? So, 8 hours here, delete that. No. I think you have to explain yourself a little bit. I meant 9. I'm not sure about that. Da bin ich mir nicht so sicher. Oh Mann. Ein bisschen rumtrollen ist schon manchmal ganz lustig. Ich lieb's irgendwie jedes Mal, wenn sie das macht und dann halt so, man springt einfach nur so random und sie geht dann halt wirklich da hoch. Ich lieb's. I actually pressed the 8. Really? Why? Do you know this video where Cardi B throws a shoe at some British girl? The girl just in the first scene, the girl said, "I don't need to explain myself to you." And in the second scene, she said like, "No," she said, "I will explain it." And then she will, and in the next scene, she says, "I don't need to explain myself to you." It's so weird, but it's funny. You just have to type in on YouTube Cardi B throws shoe at girl or something.
Ist halt wirklich so, in der ersten Szene sagt sie einfach so, ich erklär's dir, und dann sagt sie so, ich muss mich dir nicht erklären. Das war echt lustig. Was ist da unten? Das sieht irgendwie spannend aus. Perfekt. How is Deutschland? I don't know. I think you have to tell me. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles, ob ich gespeichert habe, wo wir alles eingesammelt haben. Ich hoffe schon. Ansonsten wäre das jetzt echt ein Fail. Dann müsste ich ja alles neu raussuchen. Aber hier ist eigentlich alles weg. Wir gucken einfach nur kurz da hinten, wo wir rüber müssen. Ob das Zeug da noch liegt, aber ich meine, es ist weg. Then how you know how far California is in our German... In our Germany is? It's because... I have a German stream over here. And that's why I'm streaming in the German time. That's totally legit and it's not a crazy lie. It's the truth and nothing else than the truth. And yeah. Natürlich ist das nicht die Wahrheit. Möchte ich nur noch mal kurz hervorheben für alle, die das nicht checken. Do you send me it this? I don't know what you mean right now. Das ist einfach nur dummes Rumgelaber, also wundert mich nicht, wundert euch nicht, ne? Send me this, what? What do you mean? So, hier können wir uns nicht dran oben so festhalten, oder? Nein. Das müsste eigentlich gehen, oder? Ich wusste es. Send me the German stream you have. Just a second. Moment. Also, ich bin hier nicht eingeloggt. I will send it to you later because I'm not logged in right now. Ich habe mich noch nicht auf Twitter wieder angemeldet. Logged into Twitter. Because there I'm always announcing my special German streams. So ist es. Ich glaube, das hier war der Rückweg, oder? War das nicht so? Nee, war nicht so, okay. You should log in. Yeah, I will do it later. Oh Gott, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Was tut sie da? Ich stelle keine Fragen mehr. Wisst ihr, ich frage nicht mehr. Ja, das geht jetzt alles doch ein kleines bisschen länger als geplant, weil irgendwie ist es gerade interessant. Ist das einfach nur ein Knopf? Wir können hier nichts machen. You're announcing your German streams there. Yes, I do. Ach, komm schon. So und so. Ich kann euch auch eigentlich eine relativ lustige Story erzählen. Die ist eigentlich schon ein bisschen verständlich, also passt auf. Gestern Abend, auf einmal, ich war auf Twitter,
Jemand hat mir gefolgt. Ich dachte mir so, oh, interessant. Dann schaue ich so und dann steht da in seiner Bio, dass er irgendwas, also er hat halt auf Englisch geschrieben, dass er auf einer anderen Plattform scharfen Content macht. Und dann wollte ich ihn blockieren, weil ich mir so dachte, oh no, ich möchte das nicht auf meinem Twitter-Account haben. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich dachte mir, ich möchte dies nicht auf meinem Twitter-Account haben. Ich blockiere diese Person. Allerdings habe ich aus Versehen dabei das Profil der Person geöffnet. Es war wirklich aus Versehen, ich schwöre. Es gibt ja diese Leute, die wollen es nicht zugeben. Ich würde es zugeben, wenn ich's, wenn es wirklich mit Absicht gewesen wäre. Ich bin wirklich aus Versehen auf das Profil gekommen. Und ich sage mal so, ich dachte ja eigentlich, ja, ein Krokodil. Warum auch nicht, ne? Ich dachte mir, ich blockiere ihn und ich denke, dachte, ich habe da nicht viel anzuschauen. Dann bin ich aus Versehen auf das Profil gekommen und ich sage euch, diese Person zeigt alles und promotet da ihr OnlyFans. Ich kann das alles nicht mehr. Also, dass ich das sehen musste, hat mich dann doch sehr schockiert, weil es war so, ich habe so unschuldig rumgedrückt und ja, auf einmal passiert sowas. Es war einfach nur schockierend. What temperature is it in California? In Berlin it's 80 degrees. In California it's 24 degrees. You have an OnlyFans? No. Yesterday someone followed me on Twitter and when I was trying to block him, his account opened up. And I'm gonna say it like this. He shows everything on Twitter. I was so shook. I was like, oh, I want to block him. And then I tried. And I saw things. I was shooked to the ground. Ich dachte mir, ich kann das alles nicht mehr. Und es ist ja auch so, ich kann das alles wirklich nicht mehr. I was like, I don't want him to in my follow list. And then, yeah, there was everything. Why did he follow you? I think he was just trying to promote his account. Because he was following, I don't know, a couple hundred people. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle tatsächlich mal Schluss für heute. Ich denke, das ist das Beste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir mal schauen, was hier noch abgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, wir werden tauchen müssen. Wir werden irgendwas suchen müssen. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Auf jeden Fall, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss.